egal, ob du mit Google Workspace oder mit Microsoft 365 Business arbeitest, irgendwann wirst du dich sicherlich mal gefragt haben, ob das andere Programm vielleicht besser ist. Und genau so ging es auch mir. Ich habe mich auch irgendwann mal gefragt, ist eigentlich mein Microsoft 365 wirklich noch das, was ich haben möchte? Oder gibt es vielleicht etwas, was für mich besser ist? Und das hat mich dann letztlich dazu veranlasst, Microsoft 365 den Rücken zu kehren und zu Google zu wechseln. Ob das ein Fehler war oder ob das genau die richtige Entscheidung war, das kläre ich in diesem Video. Reden wir mal kurz über meine Ausgangssituation. Und zwar habe ich ein Unternehmen mit 2 Mitarbeitern, das bin ich und meine Frau, und wir arbeiten zusätzlich noch mit externen Freelancern zusammen. Bisher habe ich eigentlich alles über Microsoft 365 gemacht, also ob das der Edge-Browser war, ob das der Microsoft Authenticator war oder eben die Programme wie Word, Excel und PowerPoint und auch Teams und so weiter. Also mein ganzes Arbeitsuniversum hat sich eigentlich komplett um Microsoft gedreht und ich hatte jetzt aber ehrlich gesagt die Schnauze voll und dachte mir, ich muss das Ganze jetzt mal ändern, alles ein bisschen entschlacken, und das habe ich dann auch jetzt getan. Also mit jetzt meine ich vor ziemlich genau einer Woche. Und das Ganze möchte ich jetzt einfach mal zum Anlass nehmen, dass wir uns anschauen, wo denn so die wesentlichen Unterschiede zwischen Google Workspace und Microsoft 365 Business sind. Als erstes dürften hier wahrscheinlich mal die Preise interessant sein. Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, die Preise bei Google Workspace beginnen mit 5,75 Euro pro Nutzer und Monat. Und ja, nach hinten ist natürlich immer alles offen. Aber wir haben hier 3 Tarife. Zum einen den Business Starter, Business Standard und Business Plus. Gleich vorweg, ich habe den Business Standard genommen. Und zwar, weil der Business Starter mir einfach zu wenig Speicher hat. Hier liegen wir nämlich gerade mal bei 30 GB, während wir beim Business Standard schon 2 TB pro Nutzer haben. Ja, und der Business Plus ist eigentlich erst dann relevant, wenn man wirklich ein großes Unternehmen hat und größere Meetings macht, eben auch mehr Speicher braucht und so weiter. Dann schauen wir uns mal die Preise von Microsoft 365 Business an. Die sind eigentlich relativ ähnlich, beginnt hier mit 5,60 Euro, geht dann hier bei Microsoft 365 Business Standard für 11,70 Euro weiter und Business Premium sind dann 20,60 Euro. Die wesentlichen Unterschiede sind hier beim Business Basic, es sind eben diese Desktop-Anwendungen nicht mit dabei, sondern einfach nur eben alles außer der Desktop-Anwendung. Und bei Business Standard hat man im Großen und Ganzen die gleichen Leistungen wie bei Business Basic, eben plus zusätzlich die Desktop-Anwendungen Word, Excel, PowerPoint, Outlook und so weiter. Dann hätten wir hier sogar noch Microsoft 365 Apps für Business. Hat meiner Meinung nach eigentlich gar keine Daseinsberechtigung. Das ist einfach nur die Desktop-Versionen von den Programmen und 1 TB Cloud-Speicher. Liegen wir hier bei 9,80 Euro. Ansonsten haben wir bei Google Workspace hier die bekannten Apps dabei, wie Gmail, Chat, Kalender, Google Drive, Docs und so weiter. Also das Übliche, was die meisten wahrscheinlich schon aus dem Privataccount kennen. Aber das Ganze ist eben darauf ausgelegt, dass es hier im Team optimal genutzt werden kann. Und analog dazu ist es bei Microsoft, dass man eben auch die üblichen Programme wie Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive und so weiter auch hat. Wie gesagt, der wesentliche Unterschied ist hier bei den Paketen, dass es eben bei dem einen Paket, bei dem günstigeren, diese ganzen Anwendungen nicht als Desktop-Anwendung gibt, sondern eben nur als reine Web-App. Im Großen und Ganzen können wir eigentlich zusammenfassen, dass Microsoft und Google hier im, fast die gleichen Tools anbieten und auch preislich sich im gleichen Preissegment aufhalten. Wenn es um künstliche Intelligenz geht, gibt es bei Microsoft den Copilot und bei Google dann letztlich Gemini. Die kosten ungefähr beide das gleiche, so ein bisschen über 20 Euro. Also auch hier unterscheiden sich die beiden ja nicht so wirklich voneinander. Wenn wir uns jetzt aber mal die Admin-Oberfläche von Microsoft zuerst angucken, dann könnte man auf den ersten Blick denken, ja, ist ja relativ simpel alles, aber wir gehen hier mal auf Admin und auch hier könnte man meinen, okay, das ist ja alles nicht so umfangreich, aber das wahrliche Admin Center befindet sich halt hier, wenn man auf alle Anzeigen klickt. Und dann wird das Ganze schon ziemlich umfangreich. Und da sehen wir auch schon, es gibt hier einen Admin-Bereich für Exchange, was wirklich extrem komplex ist. Also Exchange, nur für die, die es nicht wissen, ist im Grunde genommen die Oberfläche, um letztlich
ja, einen gemeinsamen oder die Post, die E-Mail-Adressen zu administrieren. Wenn man eben eine E-Mail-Adresse hat oder E-Mail-Adressen hat, die an die Domain gebunden sind, wie wir zum Beispiel mit kontakt@sg-digitals.de oder eben die persönlichen E-Mail-Adressen wie hewal@sg-digitals.de. Und wenn wir hier mal auf das Exchange draufgehen, dann sehen wir schon, es ist hier eine riesen Litterlei an Konfigurationsmöglichkeiten. Und ja, die muss man zum Teil auch tatsächlich alle durchgehen. Und in den einzelnen Menüs gibt es dann auch wieder Untermenüs. Und es ist doch sehr, sehr umfangreich, das Ganze hier zu beherrschen. Außerdem ist ein ganz großer Punkt, bei Microsoft ändert sich diese Oberfläche hier ständig, was mich total nervt, weil man einfach nicht konsistent sagen kann, die Einstellungen sind jetzt hier und die anderen Einstellungen sind jetzt dort, sondern man muss immer wieder aufs Neue suchen, wo denn das Ganze sich befindet. Und erschwerend kommt noch hinzu, dass hier über diese Web-Oberfläche nicht mal alle Einstellungen durchzuführen sind, wenn man gewisse Dinge vornehmen möchte, wie zum Beispiel den Spam-Filter zu deaktivieren, weil der ist bei Microsoft wirklich sehr, sehr schlecht, dann funktioniert dies meines Wissens nach und zumindest nach Auskunft von dem Support von Microsoft nur über die Kommandooberfläche. Also muss man eine PowerShell öffnen und dann hier mit Befehlen das Ganze deaktivieren, was halt das wirklich sehr umständlich und sehr sperrig macht. Schauen wir uns das Ganze mal dagegen hier bei Google Workspace an, dann fällt uns schon direkt auf, dass es hier alles doch ein bisschen aufgeräumter wirkt und auch ein bisschen einfacher alles einzustellen ist. Unter Verzeichnis zum Beispiel haben wir hier die Nutzer, die in unserer Firma tätig sind, und in den Nutzereinstellungen könnten wir dann zum Beispiel ein Kontingent für den Benutzer für den Drive-Speicher, also den Cloud-Speicher, festlegen. Das ist im Übrigen auch nochmal ein Riesenvorteil bei Google Workspace. Hier bekommen wir ja pro Benutzer 2 Terabyte zur Verfügung gestellt, und es ist so, dass dieser Speicher letztlich ja so ein Gesamtkontingent ist. Und das bedeutet, wir können diesen Speicher aufteilen zwischen unseren Benutzern, oder aber wir können sagen, dass jeder Benutzer eben diesen gesamten Speicher benutzen kann und wir hier eben auch kein, ja, Speicherkontingent zuordnen. Bei Microsoft ist es ja so, dass dieses 1 Terabyte pro Benutzer ist, und dann gibt es da noch zusätzlich eben SharePoint, aber SharePoint ist so ein sperriges, riesiges Konstrukt. Also das kommt schon fast an Exchange dran von der Komplexität. Und da ist es eben nicht so, dass man da eben geschwind mal was Schönes ja einrichten kann, damit die Benutzer hier einen gemeinsamen Speicher haben und dann nochmal einen, ja, persönlichen Speicher. Das lässt sich hier über Google einfach deutlich besser und einfacher verwalten. Wir können außerdem dem Benutzer hier auch noch sogenannte Aliase zuteilen. Aliase sind, ja, hier wird es alternative E-Mail-Adresse genannt, und das sind quasi E-Mail-Adressen, über die der Benutzer auch noch zusätzlich erreichbar ist. Also meine Standard-E-Mail-Adresse ist zum Beispiel hewal@sg-digitals.de, aber wenn jemand an playstyle@sg-digitals.de eine E-Mail schreibt, dann kommt diese E-Mail auch letztlich bei mir raus, aber nur bei mir. Also die Aliases sind immer an einen Benutzer geknüpft. Wenn man aber sagt, man möchte sowas wie eine allgemeine E-Mail-Adresse haben, wie zum Beispiel info@ oder service@, dann würde man das Ganze über die Gruppen hier realisieren und kann sich hier dann neue Gruppen anlegen und diese Gruppen dann letztlich auch als gemeinsame Postfächer nutzbar machen. Und da ist es dann so, dass alle E-Mails, die hier reingehen, dann auch bei den einzelnen Benutzer, die hier Mitglied sind, landen in seinem persönlichen Posteingang, und die Benutzer dann jeder für sich entscheiden kann, ob er die E-Mail löschen möchte oder ob er sie als gelesen markieren möchte oder ob er es als zur Nachverfolgung markieren möchte. Und das gilt dann immer nur für den jeweiligen Benutzer. Die gleiche E-Mail ist dann bei dem anderen Benutzer davon ja unberührt. Und das ist auch ein Riesenvorteil, um eben so ein Chaos im Posteingang von so allgemeinen Adressen zu, ja, verhindern. Falls man aber sagt, man möchte einen Posteingang haben, da eine Nachricht gelesen wurde, dass diese Nachricht dann für alle gelesen gilt, dann müsste man hier nochmal einen neuen Benutzer eingeben. Das könnte man vielleicht als Nachteil sehen, weil dieser neue Benutzer dann entsprechend auch wieder Geld kostet. Aber ich denke mal, für die meisten wird es so sein, dass die eine eigene Verwaltung der E-Mail-Adressen, der gemeinsamen Postfächer letztlich, ja, haben möchten. Und jetzt kommen wir mal zum ganz großen Punkt, den ich wirklich, ja, sehr zu schätzen weiß, und das ist eben dieses Menü hier oben. Und wenn wir hier draufklicken, dann sehen wir hier unsere ganzen Anwendungen, die eben mit Google bzw. Google Workspace, ja, verknüpft sind. Dann gehen wir doch direkt mal in Google Drive
und schauen uns das hier an, weil das ist nämlich einer der Hauptgründe gewesen, warum ich hier auch letztlich gewechselt habe. Und zwar haben wir hier einmal den Punkt geteilte Ablage. Das ist sozusagen dieser gemeinsame Cloud-Speicher, den jeder zur Verfügung hat. Und alles, was hier abgelegt wird, wird dann letztlich mit der ganzen Organisation geteilt. Das kann man dann aber auch nochmal alles ein wenig feiner einstellen. Aber am Anfang ist es im Prinzip so, dass in dieser geteilten Ablage jeder quasi Zugriff hat. Und das ist eben ganz praktisch, wenn man eben Dokumente hat, wo man sagt, da soll jeder drauf Zugriff haben. Und wenn man eben seinen privaten Speicher oder seine privaten Dokumente sehen möchte, dann klickt man hier auf meine Ablage und sieht hier dann eine Übersicht zuletzt verwendeten Dateien und kann hier dann entsprechend auch die ganzen Sachen teilen oder aber auch neue Ordner anlegen oder neue Dokumente anlegen und so weiter. Und das muss ich sagen, das ist für mich doch sehr angenehm, dass wir hier eben jetzt einen gemeinsamen Cloud-Speicher haben und ich nicht jedes Mal die Ordner freigeben muss, um damit meine Frau dann da letztlich drauf zugreifen kann. Und bei allen Anwendungen, ob ich jetzt Google Drive nutze gerade oder ob ich Gmail nutze, habe ich hier oben immer letztlich dieses Zahnrad, wo ich dann die Einstellungen aufrufen kann und dann hier die Einstellungen vornehmen kann, die für mich als Benutzer gelten. Also das sind dann keine globalen Einstellungen, sondern einfach nur meine persönlichen Einstellungen. Hier unter Apps verwalten sehe ich dann auch, welche Apps ich damit bereits verbunden habe mit Google Drive. Und so zieht sich das eigentlich durch das ganze Google-Universum durch, dass ich in den einzelnen Apps meine ganzen eigenen persönlichen Einstellungen vornehmen kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal in Gmail reingehen, dann haben wir hier unseren natürlich persönlichen Posteingang. Ihr seht schon, ich habe hier so Labels, nennt sich das bei Google. Also da arbeitet man nicht mit Ordnern, sondern man arbeitet mit Labels und dann kann man hier über diese Labels letztlich dann auch den Posteingang sortieren. Und das ist halt sehr vorteilhaft, weil diese Kategorisierung, nenne ich es jetzt mal, gilt jetzt in dem Fall eben nur für meinen Posteingang und meine Frau kann das Ganze für sich hier anders sortieren. Außerdem funktioniert die Suche hier natürlich wunderbar, weil wie wir ja alle wissen, ist Google sozusagen der Weltmeister im Bereich Suchmaschinen oder Suche. Also damit kennen die sich wirklich richtig gut aus. Außerdem haben wir hier den Bereich Chat. Das finde ich jetzt auch nochmal prima, weil man nämlich hier, also es gibt ja einmal diese Chat-App, also Google Meet, und man kann hier aber auch, wenn es rein um das Chatten eben geht, da reingehen und miteinander chatten mit seinen Mitarbeitern. Hier seht ihr jetzt mal meinen kompletten Desktop, weil, wie ich schon bereits gesagt habe, ich habe wirklich rigoros alles von Microsoft runtergehauen sozusagen und bin komplett auf Google umgestiegen. Das Einzige, was ich von Microsoft jetzt noch nutze, ist das Windows letztlich. Da werde ich mich so schnell auch vermutlich nicht von trennen können. Aber ansonsten habe ich wirklich alles gewechselt. Zum Beispiel auch eben bin ich vom Edge jetzt zu Google Chrome gewechselt. Und hier oben rechts seht ihr die Profile, die man hier im Browser verwalten kann. Also das geht jetzt mit Edge auch, das ist natürlich kein Alleinstellungsmerkmal. Aber das Schöne ist, wenn ich auf geschäftliche Links drücke, dann wird auch mein Geschäftsaccount geöffnet oder mein Geschäftsprofil. Und wenn ich jetzt mit dem Geschäftsprofil zum Beispiel auf ein privates gehe, dann werde ich gefragt, ob ich das eben mit dem privaten Profil öffnen möchte, wo dann entsprechend der Cookies dann eben auch alles so hinterlegt ist, dass dann auch gleich mit den richtigen Zugangsdaten das alles geöffnet wird. Hier unten in der Taskleiste seht ihr dann auch zum Beispiel das H, das heißt jetzt eben, dass es, also es ist in meinem Fall so, dass das das geschäftliche Profil ist und für das private Profil hat man hier dann eben so ein eigenes Symbol. Und hier seht ihr dann auch schon, wenn ihr zum Beispiel hier jetzt auf eurem privaten Profil auf Gmail klickt, dann seht ihr auch letztlich eure privaten E-Mails, weil es sich dann nämlich hier oben, wie ihr seht, sich dann eben auch automatisch mit dem privaten Account eingeloggt wird. Also alles in allem muss ich sagen, dass ich mit dem Umstieg, wie gesagt, das ist jetzt ungefähr eine Woche her, wirklich absolut zufrieden bin und ehrlich gesagt auch nicht mehr zurück wollen würde ins Microsoft-Universum, weil Google an so vielen Stellen und vor allen Dingen im Detail oftmals deutlich einfacher ist und die Einstellungen eben oder die relevanten Einstellungen deutlich intuitiver zu finden sind. Alles in allem das ganze Google-Universum wirklich sehr gut zusammenpasst und natürlich auch miteinander
harmoniert. Also das ist wirklich so ein richtig, richtig toller Übergang, wie das alles so ineinander greift und wie man hier dann ja nicht immer alles so umständlich machen muss, wie es eben leider teilweise bei Microsoft ist. Bei Microsoft merkt man eben, dass die ursprünglich mal im Bereich Desktop waren und da die ganzen Desktop-Anwendungen und die sind halt alle ziemlich sperrig und die ganze Verwaltung ist sperrig und es ist nicht so wirklich auf die Einfaches, also auf miteinander arbeiten ist es natürlich schon ausgelegt, aber es ist halt alles nicht einfach gehalten. Ehrlicherweise muss ich auch sagen, dass noch nicht alles hundertprozentig rund läuft. Ich habe hier noch ein Problem mit der E-Mail-Gruppe sozusagen, aber da bin ich bereits mit dem Support von Google in Kontakt. Und ich denke mal, das Problem wird sich auch lösen lassen. Aber zusammenfassend kann ich sagen, für alle kleineren Unternehmen, die jetzt nicht hunderte von Mitarbeitern zu verwalten haben, würde ich ganz ehrlich aus persönlicher Erfahrung dazu raten, nicht zu Microsoft zu gehen, sondern das Ganze tatsächlich über Google zu lösen. Google Workspace ist ja wirklich eine absolut gute Option und auch Alternative zu Microsoft 365 Business. Und wenn du jetzt wissen möchtest, was eigentlich der beste Cloud-Speicher ist, dann sei auf mein letztes Video verwiesen. Da habe ich nämlich alle wichtigen und großen Cloud-Speicheranbieter mal miteinander verglichen. Das war's für dieses Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video.